Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Let's talk about love! Love. Ich habe gedacht, ja, love. Let's talk about love. Ja, wir haben sogar Kerzchen hier an für diejenigen, die auf YouTube zuschauen. Ich habe gedacht, für die heutige Folge sprechen wir mal über Liebe. Und vor allem, wir machen ja hier einen Podcast, ne? Und unser Podcast ist ja wie kein Podcast, also wie kein anderer Podcast, yes, weiß ich, ne? Das ist ja was ganz Besonderes. Deswegen sprechen wir heute auch mal über die Dinge, die dir keiner sagt, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Ah, okay. Ja. Bin ich ganz gespannt. Ja, alles immer so aufgehypt und wir reden mal Tacheles hier. Okay, so. Gut. Let's go. Ja, und da fange ich auch direkt an, wegen dem Thema Liebe. Wir sind jetzt zusammen hier in Zypern und die letzten 2 Wochen habe ich in Deutschland verbracht mit meinem Partner zusammen. Und er wohnt ja noch in Deutschland, ich wohne in Zypern, habe dort ja überhaupt, also in Deutschland überhaupt gar nichts mehr, also keine Basis mehr oder so, die ist ja jetzt komplett hier. Das haben wir alles quasi aufgegeben, das Haus, wo ich aufgewachsen bin, und da ist ja gar nichts mehr so, ne? Also ich bin da ab und zu mal halt, wie gesagt, bei meinem Partner, wenn er nicht hier ist. Genau, und wir sehen uns ja jetzt wirklich bald wieder, also noch in den nächsten Wochen. Es steht noch nichts Genaues fest, aber er wird noch in den nächsten Wochen hierher kommen. Aber der Abschied von ihm ist mir noch nie so schwer gefallen, wie jetzt letzte Woche, als er mich dann zum Flughafen gebracht hat. Das ist mir noch nie so schwer gefallen. Und zwar auch nicht nur von ihm, sondern auch von meiner Freundin, die auch dort wohnt, wo auch eine absolute Seelenverwandtschaft besteht. Und ich finde das halt so spannend, deswegen bringe ich diese 2 Themen gerade so zusammen. Liebe und das, worüber niemand so wirklich spricht, weil ja, natürlich wollen wir alle mehr Liebe und natürlich wollen wir alle mehr Entspannung und mehr Frieden und mehr Gelassenheit innerlich und mehr Lebensfreude und alles. Worüber aber wenig gesprochen wird, ist der Preis, den du dafür zahlst, beziehungsweise ja, doch, was das kostet einfach. Und zwar, dass du wächst, dass du eben gewisse Dinge in dir aufräumst, auflöst, und das ist natürlich auch, ja, man nennt es ja schon Energiearbeit, innere Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung ist halt auch einfach ein Prozess, der auch bisweilen mal anstrengend sein kann. Und je offener du ja bist, desto mehr fühlst du ja auch. Mhm. So, und je mehr du liebst, desto mehr spürst du auch, was es mit dir macht, wenn du in Trennungsmomente, Trennungserfahrungen machst. Mhm. So wie ich es jetzt halt zum Beispiel habe. Und ich bin zu diesem Zeitpunkt jetzt schon über 5 Jahre mit meinem Partner zusammen. Und seit 2,5 Jahren lebe ich in Zypern. Beziehungsweise, lass mich sagen, seit 2 Jahren bin ich wirklich komplett aus Deutschland raus. Und wir machen diese Erfahrung ja immer wieder. Aber so schlimm, in Anführungsstrichen, wie jetzt, war es halt noch nicht. Daran merke ich halt einfach, wie sehr meine Liebe auch gewachsen ist, trotz dass wir für meine Verhältnisse schon so lange zusammen sind. Und wie es immer weiter wächst. Und ich, also ihr versteht, denke ich, was ich meine, wenn ich sage, dass diese Empfindungen halt einfach wesentlich stärker werden. Mhm. Wenn dann halt einfach auch Trennung kommt, also so diese räumliche Trennung, sag ich mal, was dann einfach auch innerlich passiert, wie sehr dann das wehtun kann. Weil vorher, wenn du nicht so sehr liebst und wenn du nicht so sehr mit deinen Gefühlen verbunden bist, dann tut es auch nicht so weh. Klar, dann bist du
eher taub, dann ist es eher so eine Leere oder du fühlst halt einfach nichts und so. Aber du fühlst dann auch in keine Richtung wirklich so. Mhm. Ne? Du bist dann einfach so in so einem Nullpunkt. Ich sag's jetzt mal so übertrieben. Ja, ne? Du bist dann so ein Nullpunkt, wo ja, alles fühlt sich irgendwie gleich an. Nichts ist wirklich gut, nichts ist wirklich schlecht. Oder vielleicht sogar geht's eher so in diese schlechte Richtung. Man fühlt sich eher schlecht. Mhm. Aber es ist nicht so, dass du die Intensität des Lebens so spürst. Und das kommt erst, wenn wir wirklich alles, was das Leben uns bringt, embracen und willkommen heißen und sagen, okay, da ist Schmerz, ich heiße den Schmerz willkommen und ich fühle den Schmerz, die Traurigkeit, die Trennung, die Wut, jetzt in jedem Lebensbereich, nicht nur was das angeht. Und dann kann ich auch viel mehr annehmen, wenn das Leben mir Liebe schickt und schenkt, Freude und Gelassenheit, Frieden, all das, was wir uns sowieso wünschen, ne? Mhm. Ja. Bei jeglichen Trennungen wird immer all die Liebe freigesetzt, die wir in uns tragen. Das ist die Trennung am Flughafen, Abschied nehmen, das ist am Bahnsteig Abschied nehmen. Das ist auch Abschied nehmen von einem lieben Menschen, der weiterreist und seinen Körper verlassen hat. Da wird einfach all die Liebe freigesetzt und da geschieht vom Gehirn her Folgendes. Wir richten die Aufmerksamkeit dann wirklich nur auf die Dinge, die wunderbar sind oder wunderbar waren. So bei einem endgültigen Abschied, ne, wenn ein lieber Mensch weitergereist ist und seinen Körper verlassen hat, dann denken wir nicht mehr an die Dinge, wo wir im Kram mit ihm waren oder im Unfrieden und. Das ist das, was in unserem Gehirn vorgeht. All unsere Liebe wird da aktiviert und freigesetzt. Das ist der Grund, warum dann noch so viele Tränen fließen, warum dieser Abschied uns so schwer fällt, weil nur darauf der Fokus ist. Diese Erkenntnis hat mir mal ganz viel dabei geholfen, auch im Leben, Umfeld, Partner, Kinder, grundsätzlich, Beziehungen, vielmehr die Aufmerksamkeit auf die Dinge zu richten, die gut sind. Damit ich nicht, wenn meine Trennung da ist, etwas bereue halt auch. Hat mir auch ganz viel geholfen bei meinen Eltern, da mehr die Dinge schon, als sie noch da waren, zu sehen, was gut ist. Statt im Groll zu sein zu Dingen, die halt nicht so gut sind. Ja, das sind spannende Aspekte, die du jetzt ansprichst. Da kommen mir gerade zwei Gedanken. Und zwar das eine ist auch, wenn Trennung passiert, das habe ich von einem meiner Coaches, der gemeint hat, was da halt auch so wehtun kann. Es ist jetzt ein bisschen eine andere Theorie oder so ein anderer Gedankengang, als du jetzt gesagt hast, aber es ist ja auch nicht immer nur eins in der Wahrheit. Das war so, dass das so schlimm ist, weil man gewisse Dinge bereut, mit der Person nicht gemacht zu haben. Ja. Dass, klar, man erinnert sich an die guten Dinge und man, da wo halt dieser Schmerz ist, ist dieses endgültige, okay, dann kann ich das jetzt gerade nicht mehr machen. Mhm. Ne? Also wenn die Oma zum Beispiel geht oder so, ne? Okay, dann kann ich nicht mehr mit ihr, keine Ahnung, was ich halt immer gern mit ihr gemacht habe. Also das spielt ja schon mit dem zusammen, was du jetzt gesagt hast. Definitiv. Man erinnert sich an diese positiven Dinge und weiß halt auch irgendwie oder muss halt mit dem Gedanken jetzt leben, dass man das mit dieser Person auf diese Art und Weise nie wieder machen werden kann, also auf dieser materiellen Ebene einfach. Und ich finde es ganz spannend auch, weil du das jetzt hier so mit der Gehirnaktivität erklärt hast, was da eigentlich passiert, habe ich erst vor ein paar Tagen ein Video drüber gesehen, oder war es sogar heute oder gestern, ich weiß es nicht mehr, warum wir die Vergangenheit tendenziell als positiver sehen, als sie eigentlich war. Und nicht so diese Intensität sehen oder irgendwie etwas als schlimm zwar erfahren, aber im Nachhinein dann sagen, oh, das war gar nicht so schlimm. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Ich habe das in einem Video gesehen, aber es ergibt halt für mich irgendwie Sinn, dass unser Gehirn auf gewisse Probleme, Herausforderungen
wo dann Ängste aufkommen, eben genauso reagiert wie vor tausenden von Jahren, als eben noch Säbelzahntiger eine große Gefahr dargestellt haben oder überhaupt, ne, als wir in wirklich in akuter Existenzgefahr waren, weil unser Leben halt auf dem Spiel stand und nicht einfach nur, weil, ich will jetzt keine Probleme aufzählen oder irgendwie runterreden, aber unsere heutigen Probleme sind ja wirklich lösbar und wir werden ja auch aufgefangen, teilweise auch durch Sachen, wenn dann irgendwie mit der Hilfe vom Staat oder sowas. Ne? Also wir werden Gesellschaft. Ja, genau, wir werden ja aufgefangen. Von daher, unsere Probleme sind ja lösbar im Vergleich dazu, ob ich jetzt hier so einen Säbelzahntiger vor mir stehen habe und da wirklich in akuter Lebensgefahr bin. Und in dem Moment, wo das halt passiert, passiert das im Körper, dass du in so einen gewissen Zustand kommst, wo du wirklich ja, dich retten musst. Ne? Mhm. Wo du richtig, okay, da fängt es an, da kannst du gleich auch noch was dazu sagen. Wo du in so einen gewissen Zustand kommst, okay, da musst du jetzt gucken, du bist jetzt gerade in großer Gefahr, dein Körper weiß das, stößt die entsprechenden Hormone eben aus, sodass du in diesem Gefahrenzustand eben dich retten kannst. Und wenn du das Ganze dann überlebt hast, oder ne, der Mensch das überlebt, diesen Angriff oder was, ne, mit diesem Säbelzahntiger, sage ich jetzt mal als Beispiel, dann passiert im Gehirn Folgendes, dass es denkt, ah, guck mal, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, ich lebe ja noch. Ja. Und das mag dann in der Situation wirklich akut gewesen sein, wirklich gefährlich, wirklich große Ängste ausgelöst haben. Aber weil dein Gehirn dir dann am Ende erzählt, hey, so schlimm war es ja nicht, ich habe es ja überlebt, wird die Vergangenheit oft auch als rosiger empfunden, als es eigentlich war. Mhm. Und dann passiert dann auch infolgedessen, dass wir in der Gegenwart uns manchmal so zurückwünschen in frühere Zeiten. Früher war alles besser. Mhm. Das stimmt nicht. Früher war es genauso, wie es jetzt war, wenn nicht sogar schlimmer. Aber wir haben es ja überlebt. Mhm. Und das hier fühlt sich gerade katastrophal an. Deswegen, ich will hier raus, ich will das nicht mehr, aber früher war ja alles besser. Mhm. Ne? Also so, das ist das, was so im Gehirn passiert. Und das finde ich super spannend. Ja, das stimmt. Das ist so ein Überlebensschutz. Mhm. Der auch, es hat alles irgendwo seinen Sinn, der in unserem Gehirn auch so deshalb unter anderem angelegt ist, ohne jetzt in Beispiele reinzugehen. Es gibt ja schon Kinder, die ganz, ganz, wirklich ganz, ganz schlimme Situationen in ihrem Elternhaus erfahren. Und da ist so ein Selbstschutzaktivierungsprogramm, da ist dann nicht der Säbelzahntiger im Wohnzimmer, sondern anderes ist irgendwie da, ohne jetzt ins Detail reinzugehen. Und da bauen wir eine Art, ja, mentalen Schutz auf, dass wir als Kinder diese Situation quasi überleben. In meinem Sprachjargon ist, dass wir uns Mauern um uns aufbauen, wo wir dann im späteren Erwachsenendasein niemand mehr an uns ranlassen oder jeden auf Distanz halten. Oder bei manchen Menschen macht es sich auch durch Übergewicht bemerkbar. Die haben sich einen regelrechten Schutzpanzer in der Kindheit, unbewusst natürlich, angeeignet und im späteren Leben versuchen sie da mit allen möglichen neuesten und altesten Diäten und keine Ahnung mit was auch immer auf abenteuerliche Art und Weise das Gewicht zu reduzieren. Entweder sie nehmen kein Kilo ab oder sofort ist wieder Jojo-Effekt da. Warum? Weil diese tiefe Konditionierung von dem Schutzpanzer, um es jetzt mal so ein bisschen schwarz-weiß auszudrücken, der ist da. Mhm. Und solange das nicht gelöst ist, wird der Körper immer einen Schutzpanzer aufbauen. Mhm. Ja. Ja. Ja, das ist auch, das finde ich auch so cool, dass du das jetzt so gesagt hast, auch mit diesen Worten. Also mal zum einen ist es halt auch genau das, was wir auch in Divinity ja machen, eben diese Mauer einreißen. Mhm. Diese ganzen Mauern, die wir um unser wahren Kern, unser wahres göttliches Potenzial gebaut haben, die einzureißen, um wirklich offen zu sein für mehr Liebe, mehr Freude in unserem Leben, mehr diesen inneren Frieden, die Gelassenheit, die Erfüllung, die halt wirklich von innen herauskommt, wirklich zu manifestieren. Ja. Weil, wie du gesagt hast, das passiert halt als Kind eher weniger bewusst, aber es passiert halt, weil das Kind sich einfach schützen möchte, ja, weil es ja überleben will in dieser Welt.
und also auch mental, psychisch überleben möchte. So passiert das halt, dass unser Ego sich auch entwickelt, Ängste entwickelt werden, Glaubenssätze, Konditionierungen und so weiter. Ne? Und ich kann aber schon mal, also Divinity ist ja wirklich das Programm dafür, mhm. ne? wo es ja wirklich genau darum geht, diesen göttlichen Teil in uns wieder auszupacken, aus diesen Mauern, die Mauern einreißen zu können, aber natürlich nicht auf, okay, ne, wir sprengen jetzt die Mauer, das kann auch passieren, aber vor allem geht es halt eigentlich ja, um so ein sanftes wieder rausholen, dass es halt sich auch in dieser Welt zurechtfinden kann und nicht so brutal halt rausgerissen wird. Und eine Sache, also was ich jetzt halt die letzten zwei Wochen auch erlebt habe, gab es öfter Situationen, aber eine fällt mir insbesondere ein, wo ich mit meinem Partner zusammen war und in meinem Bewusstseinszustand, den ich ja mittlerweile erreicht habe, wo ich das schon sehr, sehr schnell merke, habe ich halt bemerkt, okay, ich will mich gerade abschirmen von ihm. Der kommt mir gerade irgendwie zu nah, also emotional meine ich jetzt, ne, am Herzen. Der kommt mir jetzt sehr nah. Nee, lieber mal auf Abstand halten, emotionale Mauer aufbauen und mich so ein bisschen so verschanzen und so, okay, wir können, also bleib du da, ich bleib hier, aber ne, komm mir nicht zu nah. Also ich meine jetzt nicht körperlich, sondern wirklich so emotional. Ich wollte ihn auf Abstand halten. Es hat auch in unserer Beziehung schon Geschichte, diese Themen, so vom verschlossenen Herzen. Meinerseits, aber auch seinerseits. Und ja, wie gesagt, wir sind schon über 5 Jahre zusammen und nach 3 Jahren Beziehung haben wir erstmal angefangen, die Mauer überhaupt aufzumachen. Also auch da schon. Ne? Und bewusst auf diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung bin ich eigentlich schon seit knapp 4 Jahren so richtig intensiv. Knapp 5 Jahren sogar. Genau, und da habe ich halt gemerkt, wie ich so eine Mauer aufbauen will. Und das braucht auch ein gutes Bewusstsein, ein klares Bewusstsein, also ein Gewahrsein, damit du das überhaupt merkst. Weil das passiert so schnell und so leicht und so unbemerkt auch teilweise im Alltag. Und dann passieren so Momente, wo wir irgendwie merken, wir sind uns fremd, wir sind uns distanziert oder vielleicht können wir es noch nicht mal in Worte fassen, irgendwas ist anders an ihm oder irgendwie nervt er mich auf einmal ganz stark und vorher war doch alles gut, die Tage so, warum nervt er mich jetzt so? Alles stört mich gerade irgendwie, dann entsteht sowas. Und in dem Moment habe ich halt ganz bewusst, ich habe das ihm gesagt, ich habe gesagt, hey, Ehrlichkeit, das ist so unser Codewort dafür, dass wir ganz ehrlich aussprechen, was wir so denken, gerade, ohne dass jetzt jemand beleidigt ist oder so. Und dann habe ich gesagt, hey, Ehrlichkeit, ich merke gerade, wie ich so eine Barriere aufbauen will, wie ich mich innerlich irgendwie so ein bisschen unsicher fühle mit der ganzen Situation gerade und wie ich dich abschirmen will. Dann hat er gesagt, okay. Und wir haben das dann mit einer Umarmung erstmal, also mit dieser körperlichen Nähe dann so ein bisschen gehalten. Und ich habe ganz bewusst geatmet, wir haben zusammen bewusst geatmet und ich habe wirklich also auch visualisiert, wie ich diese Mauer jetzt fallen lasse, wie ich mir selber sage, mich selbst quasi auch so in den Arm nehme und innerlich sage, okay, ich darf, ich bin hier sicher, es ist alles gut. Du bist auch bei ihm sicher, alles in Ordnung und wie ich mich da so rein entspannt habe, das ist so ein Prozess, den ich halt, oder den wir halt zusammen gemacht haben, wo dann auch direkt wieder alles gut war, direkt war wieder eine Nähe und so eine persönlich, ja, diese Beziehung einfach wieder da, diese Dynamik von Liebe halt wieder und direkt waren wir wieder spürbar füreinander so. Und das ist so krass, wie das deine Beziehung einfach bereichert, weil es geht ja in der Beziehung um Liebe, ne? Ja. Und das, finde ich, ist so eine sehr, sehr krasse Erfahrung, die wir einfach auch zusammen machen. Und wie gesagt, dann hören auch diese ganzen Sticheleien auf und dieses, boah, der nervt mich auf einmal so plötzlich und irgendwie, es war doch alles gut, warum stört mich jetzt schon wieder so viel an ihm? Das ist, wenn wir solche Mauern aufbauen. Ja,
Es geht immer mal wieder um eine radikale Ehrlichkeit zu sich selbst und gerade auch in der Partnerschaft. Radikale Ehrlichkeit dem Partner gegenüber, offene Kommunikation ist ja eines der Gründe, auch unter anderem, warum so viele Wege dann irgendwann sich wieder trennen, weil man nicht miteinander kommuniziert, nicht offen und ehrlich ist und das Fass läuft dann halt irgendwann über. Und letzten Endes, diese Streitereien zwischen erwachsenen Menschen, die physisch gesehen stehen die erwachsenen Menschen sich gegenüber. Aber wer streitet eigentlich? Das sind die kleinen Kinder in den erwachsenen Menschen. Und in den kleinen Kindern, das sind dann eben die Konditionierungen abgespeichert, über die wir eben gesprochen haben. Genau. Ja? Ja. So, und wenn ich das weiß, wenn ich mir das bewusst mache und mal atme und mal gerade auch in solchen Momenten ehrlich bin, ehrlich das auch kommuniziere aus der Liebe heraus, das ist ein wichtiger Aspekt, nicht aus Wut, aus Hass, aus Zorn, solltest doch, müsstest doch, könntest doch, weil wir agieren immer aus zwei Gründen, entweder aus Angst oder aus Liebe. Unter Angst fallen all die Emotionen wie Wut, wie Hass, wie Zorn, wie Neid, wie Eifersucht und. Und das kann natürlich verletzend wirken. Das ist ja schon die Energie, wie ich etwas ausspreche. Liebe kann niemals verletzen. Wenn ich aus der Liebe heraus kommuniziere, kann ich niemals jemanden verletzen. Mhm. Und wenn ich dann so aus der Liebe heraus, gerade in dem Moment, kommuniziere, dann geschehen auch in der Partnerschaft oder überhaupt in Beziehungen, egal jetzt mit wem das ist, die wundersamsten Dinge. Mhm. Weil alles andere ist ja Kopfkino. Wenn ich das jetzt so und so mache, dann ist der so und so oder was auch immer. Das ist so, so wichtig, das zu verstehen und hilfreich und heilsam, nicht nur für die Beziehung, Partnerschaft oder auch mit Freunden, sondern natürlich auch letzten Endes mit sich selbst. Weil damit kommt man ja mit sich selbst mehr ins Reine und in die Liebe zu sich selbst. Ja, du bist ja auch die Person, mit der du dein ganzes Leben verbringen wirst. Und eine Sache möchte ich dazu noch sagen, zu dem, was du jetzt gemeint hast. Liebe kann nicht verletzen. Liebe kann nicht verletzen, Trigger können trotzdem kommen. Trigger können trotzdem aufkommen, aber das ist dann keine Verletzung, sondern das ist einfach nur so eine Aktivierung einer Verletzung, die schon existiert. Aus der Vergangenheit. Mhm. Ne? Und damit, also kannst du auch mit Liebe jemanden triggern, weil er vielleicht mit der Liebe nicht umgehen kann. Und also das natürlich, wenn ich jemanden versuche, mit meiner ganzen Liebe zu überschütten und mein Gegenüber kennt das aus seiner Kinderstube nicht, weil er das nie erfahren hat, weil er nie eine liebevolle Umarmung bekommen hat, weil er nie Aufmerksamkeit bekommen hat und was auch immer dazugehört, ne, dann kann ich den mit meiner Liebe überschütten, wenn ich ihn da ständig knuddeln und umarmen will, dann sagt er, bleib mir von der Pelle. Die Mauer wieder hoch. Ja, genau, weil das System rebelliert. Ja, ja, richtig. Und jetzt zum Abschluss habe ich noch drei Tipps für dich, weil wir haben jetzt über einige Themen gesprochen jetzt hier, beziehungsweise ne, so eine Zusammenfassung von einigen Themen. Und wir haben ja jetzt auch verschiedene Dinge, über die wir so sprechen. Also wir sind ja sehr, sehr vielseitig auch unterwegs. Und Divinity ist ja unser Signature-Programm, wo es ja wirklich darum geht, nochmal so eine Rückverbindung zu dir selbst zu machen, zu deinem wahren, göttlichen, inneren Potenzial und das eben rauszubringen. Und dazu gehört für mich einfach, das ist eigentlich auch allumfassend, finde ich, aber das geht so wirklich darum, dass du das findest, was du suchst, dass das alles schon in dir ist, also die Liebe, nach der du dich sehnst, die Anerkennung, die Wertschätzung, nach der du dich sehnst, der innere Frieden, die Gelassenheit, die Entspannung in deinem Leben. Und alles, was dann ja mitkommt, ist für mich halt auch die Gesundheit und alles, das, die Beziehung, dass die gut läuft, die Familie und alles, das sind für mich so die Folgen davon, wenn man seine Divinity lebt. Ne? Also das steht für mich so am Anfang. Also wäre der erste Tipp quasi, in Divinity zu kommen und wirklich da, sich wieder zurückzuverbinden zu diesem wahren göttlichen Potenzial. Das zweite war wegen der Mauer. Vielleicht hat sich der ein oder andere angesprochen gefühlt mit diesem, wie hast du es genannt? Wie darf ich sagen? Fettpolster um sich herum?
Schutzpanzer, so, ne, also, wenn man halt merkt, man ist so ein bisschen übergewichtig und vielleicht fühlst du ja da auch eine gewisse Resonanz, dass du merkst, ey, das könnte bei mir halt auch sein, dass ich irgendwie das, ja, dass ich mir auch so einen Schutzpanzer angelegt habe und eigentlich schon länger nicht zufrieden bin, mich schon länger nicht wohlfühle im Körper. Mhm. Und genau dafür haben wir Schlanksein fängt im Kopf an. Genau. Also zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich noch nicht, ob da ein bestimmtes Datum gibt. Aber das wirst du natürlich alles in den Shownotes finden, genauso wie Divinity. Das wäre mein zweiter Tipp. Und der dritte Tipp, weil wir auch über Beziehung gesprochen haben, ganz viel, über Partnerschaft. Sag mir nochmal, wie es heißt. Da gibt es auch noch ein Programm. Beziehungen heilen. Beziehungen heilen. Stimmt, ja. Genau. Richtig. Das ist das dritte, das ist der dritte Tipp, wenn du da Resonanz spürst, dass du auch irgendwie merkst, okay, ich würde mit meinem Partner auch gern so Beziehung leben, aber oh mein Gott, wie soll das gehen und macht er da mit und ja. Also da kann ich dir auch sagen, einfach losgehen und genau dafür haben wir heute Abend auch einen Kurs. Da kann man mit ganz, ganz viel Freude, Spaß und Leichtigkeit wirklich seine Beziehung mit dem Partner heilen. Ja, genau. Genau. Ja. Und jetzt bitte noch dranbleiben. Der vierte Tipp, weil ich habe jetzt von drei Tipps gesprochen, aber ich gebe dir noch einen extra, weil es gibt ja auch die Irmgard Anna-Pronda All-Inclusive. Also das ist das Jahr, die Jahresbegleitung von 12 Monaten und dann noch 3 Monate Zugriff auf die Inhalte, wo genau diese 3 und noch 15 weitere Programme und Kurse übers Jahr verteilt mit drin sind. Also da ist ja wirklich, das ist wirklich ein ganzes Paket, wo es um das ganze Leben geht. Deswegen habe ich gesagt, wir sind ja so vielfältig. Es ist ja nicht nur, dass wir uns so mit einem einzigen Thema beschäftigen, sondern wir stehen ja auch dafür, dass wir wirklich mehr vom Leben wollen. Dafür steht ja Provita. Und dass es wirklich um jeden Lebensbereich geht und nicht nur um so ein paar Lebensbereiche, die man auf die Reihe kriegt, sondern alles. Also wirklich so die Spiritualität, die Partnerschaft, die finanzielle Realität, das Berufliche, die Gesundheit, sich wohlfühlen in diesem Leben, in diesem Körper. Also unten unter dem Video, hier unter der Audiodatei, wo auch immer du dir das Ganze anhörst und anschaust, findest du natürlich alle Infos. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Wir sehen uns. Ahey und freuen uns auf dich. Ja. Bis dann.